Willkommen zurück zu Folge Nummer 63 von Darksiders. So, ich habe natürlich das schon alles richtig gemacht vorhin, in der letzten Folge, gestern, wann auch immer. Ich war nur timingmäßig nicht gut genug. Also man muss es genauso machen. Moment, jetzt habe ich die Portale nicht gesetzt. Also prinzipiell war das schon genau die richtige Idee, die wir in der letzten Folge da hatten. Leider war der Operator, der am Controller saß, einfach nicht fähig, das Timing richtig zu setzen. Aber ich bin sicher, dass unser Operator, der heute hier sitzt und spielt, das irgendwie hinkriegen wird. Schauen wir mal. Also, er visiert an. Und Feuer! Nee, das war nix. Okay. Mist, 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 Mist. Da muss man irgendwie timingmäßig ganz gut sein. Ja. Kriegen wir aber hin. Wir kriegen das hin. Auf jeden Fall kriegen wir das hin. So. Zack, zack und los. Oh Mann, ich dachte, das hätte geklappt jetzt. Entschuldigung, das war es immer noch nicht. Ich hab's, also offscreen hatte ich das schon einmal, so zum Testen hatte ich das schon, hat das schon geklappt. So, Feuer. Na toll, jetzt habe ich nur den einen aktiviert. Ich bin auch ein Held. Ja, aber wir kriegen das jetzt relativ schnell hin. Das wäre sonst echt frustrating. So. Feuer. Ey, das war voll schnell. Okay, ich probiere mal was aus. Was passiert denn, wenn wir nur den hier aktivieren? Nee, nee. Funktioniert auch nicht. Hä, das hat doch. Oh Mann. Das hat voll funktioniert eben. In der Folgenpause hat es voll funktioniert. Vielleicht muss ich noch näher ran. Nee, jetzt hab ich es voll verkackt. Entschuldigung. So. Oh Mann! Warum klappt es jetzt nicht? Eben hat's. Oh Mann, in der Folgenpause hat es echt beim zweiten Anlauf funktioniert. Nee, okay, so weit darf ich nicht. Dete war zu weit. So, also bis knapp auf die Brücke drauf. So, stopp. So, dann Feuer. Mann! Jetzt komm schon. Spiel, stell dich nicht so doof an. Das kann doch nicht sein, dass man so perfekt timen muss hier. Vielleicht sage ich mal so. Jetzt war der aber zuerst da. Das kann doch nicht sein, aber ich mache das doch richtig hier so. So. Zing, zing. Ja. Mann, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Das Spiel ist kaputt. Es ist nicht meine Schuld. So, Feuer. Also, ja, schade, ich kann mit der Maus gerade nicht steuern, sonst hätte ich gesagt, okay, machen wir das mal mit der Maus, weil man dann vielleicht ein bisschen schneller rüberziehen kann. Weil ich habe das Gefühl, dass man da so ein bisschen limitiert ist gerade. Und dass das einfach so ein bisschen dafür sorgt, dass wir das gerade nicht so gut hinkriegen. Vielleicht. Oh nee, das war zu weit. Vielleicht so in einem anderen Winkel. Wie habe ich das denn eben gemacht in der Pause? Vielleicht hätte ich mehr üben sollen. So, Feuer. Jetzt war's aber. Ja, Mann!
Das ist so gemein. Das ist so eine Milliviertel, Hundertstel, Tausendstel, Millionstel Sekunde, die hier fehlt. So. Ja, jetzt klappt. Oh, habt ihr es gesehen? Es hat geklappt. So. Hab nicht gelogen. Verdammt, ey, das hat 5 Minuten gekostet. 5 Minuten dieser Folge. Mann. Verrückt, oder? Naja. So, jetzt können wir hier runterfahren. Ah. Na, Krieg, alles klar bei dir? Jo, oh, alles klar, ich laufe im Kreis. Was ist los? Guck mal, ich kann sogar in die andere Richtung. Nee. Du bist ja verrückt. Ja, geil, oder? Guck mal, das sieht auch geil aus, oder? Wenn wir jetzt so weiter drehen, dann rastet das gleich richtig aus. Das rastet so aus. Guck mal, jetzt. Und jetzt so. No, und. Okay. Gut. Der Schalter guckt ja total grimmig. Rein. Ach, der ist auch verkehrt rum jetzt, ne? Der gehört eigentlich andersrum. Ja, ja. So, jetzt läuft der Laser hier lang und wir brauchen Portale. Portaleski. Oh shit. Ja, habe ich verkackt. Okay. Oh Gott. Das andere müssen wir aber von unten aktivieren, sage ich euch. Das können wir ja nicht von hier oben machen. Boom. So, und runter. Tschüss. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ja, in der Tat. So. Jetzt gucken wir mal hier, wie die Glatze von hinten aktiviert wird. Wir stellen uns schon mal zu ihm. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei. Ein letzter Strahl, dann bin ich frei, sagt er. Toll, und dann müssen wir gegen ihn kämpfen, womöglich. Da hat's geklappt. Strager erwartet dich. Sieht so aus, als hättest du deinen Zweck erfüllt, Azrael. Und wie willst du den Turm verlassen, nachdem Strager erledigt ist? Strager und der Turm sind eins. Selbst wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, wirst du ohne mich gefangen sein. Wir brauchen ihn. Bete, dass der Reiter nicht lebendig zurückkehrt. Mal dieses kleine Vieh hier, ne? Dieser, Alter, der ist ja richtig gemein hier, der, ich zeig ihn euch nochmal hier. Der da. Beim letzten Mal hat Strager dein Gesicht in den Dreck gestampft. Jetzt ist es wohl Zeit, ihm das heimzuzahlen, oder? Wer ist denn Strager überhaupt? Strager. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber die Schatztruhe, wo ist die Schatztruhe jetzt? Die kommt jetzt hier, hier erscheint die. Ich sag euch das. 3, 2, 1, go! Yeah! Voll recht gehabt. Geil. So, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch mal weiterlaufen. So, es geht in den Keller zu Straga. Stragari, Straganovovic, Straginovic. Alter. Überall so Dämonen-Faces hingemalt.
Ne, dann nehme ich den Portal-Handschuh, der sieht cool aus. Oh, sind wir schon da? Okay. Wo sind wir denn jetzt? Gucken. Und das ist die Etage. Es geht einfach nur zu Straga. Oh, shit. Und die Folge ist noch nicht vorbei. Ich kann hier kein Folgenpäuschen machen. Mann. Okay, zwei Portallöcher auf dem Boden. Können wir die schon aktivieren? Ich glaube, da hat sich der Boden hinter uns weggemacht. Okay, ich würde tippen, wir brauchen die wahrscheinlich auch mit Boost. Also nehmen wir uns die mal lieber mit Boost. So, Straga, dann komm mal her, zeig dich. Ja, oder was ist das überhaupt nochmal? Wieso kennen wir das schon? In Stragas Erinnerung. Doch hier begegnest du Straga ohne Hoffnung auf Sieg oder Flucht. Straga ist der mächtigste von den Auserwählten des Zerstörers. Und der Letzte. Dein Herr hat keine gute Wahl getroffen. Es genießen, dich erneut zu töten. Na toll. Wie lange willst du vor Straga weglaufen? Alter. Jetzt. Zack. Oh shit. Straga wird dich wieder töten. Nein, Mann. Das Portal noch da? Nee. Nein, Mann, ich hab doch geschossen. Oh, es muss sich wieder ausweichen. Straga wird dich wieder töten. Autsch. Okay. Alles klar. So, erstmal das Portal platzieren jetzt. Das Portal platzieren. Und Swooden. Nicht, wenn ich zuerst, Alter, in das Auge hinten rein bashe. Und drauf. Okay, jetzt kommen andere Gegner, oder was? Durchtriebener Reiter! Jetzt ist Straga dran! Hört auf, mich anzugreifen, ihr Säcke! Durchtriebener Reiter! Jetzt ist Straga dran! Jetzt ist Straga dran! Dieses Mal wirst du tot bleiben! Autsch, Mann. Okay, diese Ecke hier ist gut zum Kämpfen gegen diese kleinen Viecher. Weil hier kann Straga uns nicht bekämpfen. So, ist das der letzte gewesen? Nee, ne? Doch, da. Da ist noch einer. Dieses Mal wirst du tot bleiben. Okay, Portal setzen. Oh, nicht geschafft, Mann. Au! Autsch, Mann, hör auf jetzt. Oh, Mann.
Ja, wie soll ich dem denn ausweichen, Alter? Halt still jetzt. Okay. Wie lange willst du vor Straga weglaufen? Noch ein bisschen. Shit, Mann. Ich glaube, wir brauchen noch einen Versuch. Weil er wird nach diesem Versuch noch nicht down sein. Normalerweise brauchen die Gegner ja so 3 bis 4. Kann ich jetzt eigentlich da wieder raufballern? Nee, er zeigt nicht. Alter, hört auf jetzt! Okay, wir machen jetzt nochmal diesen Kampf jetzt zu Ende. Bis wir vielleicht down sind. Straga wird dich dafür bestrafen. Autsch! Hör auf jetzt! Straga wird dich dafür bestrafen! Ja, Straga wird mich bestrafen. Ist ja gut, lass mich doch in Ruhe mit deinem Bestrafen. Alter, ich bin voll ausgewinnen. Straga wird dich dafür bestrafen! So. Ich habe alle besiegt. Und doch nicht. Da ist ja noch einer. Straga wird dich dafür bestrafen. Autsch. Okay, und Treffer. Straga wird dich wieder töten. Warum? Warum? Da war kein Portal mehr. Oh Mann, da war kein Portal mehr. Wir hätten es geschafft. Oh, und auf der anderen Seite habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, da war es noch, aber ich habe es... Erst habe ich so gedacht, du musst so drüben sein. Und dann war es da nicht. Und dann... was ist denn jetzt los? Muss ich jetzt wieder ganz im Keller laufen, oder was? Derbe bescheuert. Na gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge... Betteln wir Straga und bringen ihn zur Starararaga-Recke. Nicht wahr? Gut. Kriegen wir bestimmt hin. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.